Was geht hier vor? Zeit für das Finale. Mario, bist du noch immer hier? Du solltest aufgehen, du wirst nicht gewinnen. Er hat immer noch seine 80 Lebenspunkte, die ich ihm vorhin abgezogen habe. Das ist ziemlich dämlich gewesen. Im Eifer des Gefechts. Das meinte ich. Das war ziemlich leichtsinnig von mir. Hey, jetzt ist der Kämpfer mal ein bisschen spannender, oder nicht? I'm just getting started. So, jetzt können wir Bowser verletzen. Was? Der Sternstab hat den Geist aufgegeben? Das war für mich eigentlich echt riskant, was ich hier gerade eben gemacht habe, einfach ihn anzugreifen und Punkte zu verschwenden. Aber ich finde, jetzt macht der Kampf gleich viel mehr Spaß. Ich meine, jetzt bin ich schon langsam im Gefahrenzustand, aber jetzt kann ich mich wenigstens ein bisschen am Kampf erfreuen, damit es ein bisschen interessant bleibt. Electro Dash. Okay, das war nichts. Ah, mich vergiftet. Uff. Und von Vergiftung kann ich mich, glaube ich... Oder? Moment, das müsste möglich sein. Nein, das tut nur seine ganzen Plus-Sachen entfernen. Mich selbst von Debuff fallen kann ich leider nicht. Schade. Oh, okay. Ich werde jetzt so oder so gleich sterben, von daher nutze ich noch meine etwas erhöhte Kraft aus. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei! Dumm natürlich, ich hätte ihn lieber jetzt mit meinem aufgepowerten Mario angegriffen, weil jetzt gerade die Vergiftung aufhört und ich jetzt in Gefahr bin. Aber jetzt kann ich ihm natürlich keinen Schaden machen. Aber ich weiß, was ich tue, um dafür zu sorgen, dass mein Angriff funktioniert. Das ist eigentlich voll cheap, aber ich will mal gerne mal 10 Leben abziehen. Danach wird er mich eh töten. Es sei denn, er verfehlt mich. Das wäre echt episch. So, das hat bei dir jetzt erstmal deinen Sternenfluss weggehauen. So. Kannst du mich sehen? Tja, das ging leider daneben. So, ich bin dran, Punk. Power Jump! Jetzt bin ich tot. Habt ihr gesehen, ich hätte den Schaden, wenn ich es richtig gedrückt hätte, eigentlich komplett abwehren können. Durch meine, sein Angriff zieht 5 Leben ab. Durch die Angriffshalbierung nur noch 2 Leben. Und wenn ich geblockt hätte, gar keinen. Und das habe ich natürlich nicht geschafft. Aber trotzdem war es cool. So, Boost-Angriffe sind hier komplett nutzlos, also sparen wir uns das mal gleich. Die kann hier keinen Schaden machen. Oh, war klar, dass ihr das Feuer benutzt. Schon bin ich wieder in Gefahr. Nein, Vorsicht ist geboten. Jetzt will ich mich wahrscheinlich gleich wieder umbringen. Oder macht sich erstmal unverwundbar? Nein. Oh, Booyakasha. Tschüss, Bowser. Das war's! Bowser ist tot! Schönes Ende. Ah, nein! Mario hat mich besiegt. Dabei war ich doch unbesiegbar und er konnte mich... Wir haben es geschafft. Wir haben den Sternstab zurückgehalten. Oh Mario. Du hast es geschafft. Ich wusste, du würdest mich retten. Vielen Dank. Episch. Ich bin wach. Was ist passiert? Das war so nicht geplant. Peaches Gesichtsausdruck. Ja, geht einfach mal ganz gechillt. Yo, Kimmy Cooper!
Was soll dieses Beben? Also ihr Schmutzigkeit, also der Kampf mit Mario war so intensiv, dass meine kleine Maschine ein bisschen Schaden genommen hat und die Kraft jetzt einfach so ausströmt. Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, die Maschine ist komplett ein Eimer, die Energie wird in eure Festung geleitet und es wird jeden Moment in die Luft fliegen. Tut mir leid, König, aber wir müssen fliehen. Was? Bist du sicher? Das ist ein Problem. Also sollten wir von hier verschwinden... Das sah sehr lustig aus. Mario, vielen Dank. Du hast es geschafft. Du hast unseren wertvollen Sternstab zurückgebracht. Ich danke dir vom Grund meines Herzens. Wir werden ihn benutzen, um Frieden in die Welt zu bringen. Nun, jetzt können wir jedem seine Wünsche wieder erfüllen. Alles dank deiner Hilfe. Nun, wenn du hoch zum Sternenhimmel schaust, dann werden die Sterne dich für deinen Mut preisen. Sieh hoch und erinnere dich immer an unseren Dank. Jo! Das hast du wirklich gescheit gemacht, Bowser. Entschuldigung, das hast du wirklich gut gemacht, Mario. Du hast Bowser wirklich geschockt. Was für eine unglaubliche Stärke. Ich wusste, du kannst es schaffen. Mario, glaub nicht, nein. Glaub bitte nicht, dass wir nicht sehr zu schätzen wissen, wie viel du für uns getan hast. Es muss sehr schwer gewesen sein. Wir werden deine Bemühungen nie vergessen. Ich hoffe, Bowser lernt irgendwas aus. Naja, vielleicht benimmt er sich nur. Okay, die Chancen sind ziemlich gering, also, naja. Also, wenn wir kein Wort können ausdrücken, danke ich bitte, und die Hoffnung ist zurückgekehrt zum Sternhafen und alle zum Spitzkönigreich. Wer steht in deiner Schuld, Mario? Mario und Zwink, Entschuldigung, und Zwink, ich muss sagen, du bist wirklich mutig geworden. Du hast wirklich gezeigt, dass du ein aufgewachsener Stern bist. Also, entschuldig mal. Nun, es ist Zeit, dass wir zum Sternhafen zurückkehren. Alle die Sterne warten auf uns, daran gibt es keinen Zweifel. Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, Mario. Aber die Sterne werden immer nett auf dich herunterscheinen. Tja, ja, wir haben es geschafft. Mario, ich möchte dir auch Danke sagen. Und der Prinzessin, es war mir eine Ehre, euch helfen zu dürfen. Ich hoffe, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. So nun werde ich versuchen, ein respektabler Stern zu werden und die Wünsche der Menschen zu erfüllen. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, Twink. Du wirst Ewigkeiten ein Freund für mich sein. Prinzessin Peach, ich... Och, ist in Ordnung. Ich muss nun gehen. Vielen Dank, Mario. Ich werde mich immer an dich erinnern, Prinzessin Peach. Auf Wiedersehen. Och, ich mag solche Endings. Die sind so schön. Die sind irgendwo schon traurig, aber das macht so ein gutes Spiel aus, oder? Oh, wo ist das also passiert? Dann hast du diesen... Nein, das ist ja... Das ist...
So hast du es geschafft, Bowser den Sternenstab wieder wegzunehmen. Sieht aus, als würde es wieder mal eine wilde Geschichte aus einem Buch geben, mein Bruder. Das Schloss ist wieder im normalen Zustand und alles ist wieder, jeder ist wieder zurück nach Hause gekommen. Also am Ende würde ich sagen, das ist so, wie du es immer schaffst. Ich weiß, dass du schon einige Tage zurück bist, aber es ist immer noch aus, als wärst du auf einem Abenteuerdreh, bestimmt? Ja, ja, das erinnert mich. Deine Freunde, die mit dir gereist sind, wo sind sie nun eigentlich? Tja, wo sind sie? Gumbario! Oh, wo muss die Rate gerade so niedrig sein? Danke. Hey, Parakeri, was gibt's? Ich dachte, du wärst wieder unterwegs Briefe aufprüfen. Ausbringen. Ja, ja, bin ich auch. Das ist ja auch kein sozialer Besuch. Ich muss dir einen Brief von der Prinzessin bringen. Was? Ein Brief von Prinzessin? Wow, was schreibt sie mir wohl? Diese sind Fins raus. Ich muss noch mehr Briefe abliefern. Danke, Parakeri. Wir sehen uns. Und schön bei der Arbeit bleiben, Kumpel. Pass auf dich auf. Hey, Gumbario, was steht da drin? Lass mich mal sehen. Warte. Wow, das ist ein Einladung zu einer Party im Schloss. Und die Prinzessin wird eine Party ver- Ich bin einladen. Wow, wow, wow! Ja, ja, ich werde auch kommen. Bist du sicher? Kannst du Colorado was aufrichten? Meine Imagination. Hey, ich habe eine Einladung von der Prinzessin bekommen. Prinzessin Bu. Eine Einladung zu einem Ball. Ich werde natürlich auftauchen als schillernde Persönlichkeit. Ey du, wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich. Ja, ja, ist schon klar. Ey, ich hab einen Brief für dich. Eine Einladung von der Prinzessin. Eine Einladung zu einem Ball und ich brauche einen Autoschnitt. Hey, im Moment, wo wollt ihr denn hin? Oh, stör mich doch jetzt nicht. Ich will mit meiner Freundin flirten. Aber ich habe einen Brief für dich. Ist mir doch egal. Hau ab, mach die Fliege, Alter. Ich bin Spike. Ich fange Affen. Okay, nun, meine Freunde, es ist Zeit, dass wir endlich die frostigen Höhen des Kristallpalasts erforschen. Cooper, du wirst für uns vorausgehen, denn du warst schon dort. Deine Erfahrung als Expeditionsleiter wird für uns wirklich von Nutzen sein. Überlass es mir, ich kenne diesen Platz von vorne bis hinten. Cooper! Oh hey, Parakeri, was bringt dich denn hierher? Ich hab's geschafft, ich hab einen Brief für dich, von der Prinzessin. Oh wow, das ist eine Einladung zu einem Party in Prinzessin Peach Schloss. Und ich bin sogar direkt eingeladen worden. Das ist ja echt, das ist echt der Hammer. Aber ich kann das ja nicht verpassen. Aber ich bin auch hier mit Colorado auf einer Mission. Was soll ich nun tun? Ach, Papa da Papp. Geh zu dieser Party. Sei nicht dumm. Es ist die einzigste Gelegenheit, dorthin zu gehen. Also lehn das nicht ab. Geh zu der Party und zwar sofort. Und das ist ein Befehl. Also denk an nichts anderes. Es würde die Ruinenparty, es würde die Party ruinieren, wenn der Held des Cooper-Dorfes nicht auftauchen würde. Ich wusste es, wenn das sagt, Professor Colorado. Sie sind so, so vorkommt. Vielen Dank. Ich werde gehen. Ich hoffe, ihr wartet alle auf mich. Ich werde eine Party schmeißen. Yay! Oh, Colorado, ich habe auch eine Nachricht für Sie. Komm bloß nicht auf die Idee, nach Hause zu kommen, du verdammter Vollidiot! Du bist so ein Tu-nicht-gut von einem Ehemann! Das war eine Nachricht von ihrer Frau. Colorado, sie sitzt schon wieder auf einer Expedition, ohne ihrer Frau Bescheid zu sagen, oder? Oh, sie war sauer. Oh, bitte nicht. Oh, gut, gütiger. Parakeri, was soll ich tun? Bitte sag mir was. Das ist wirklich ein schlimmes Ereignis. Ich muss sofort zurück nach Hause, und zwar so schnell ich kann. Was machen wir jetzt? Gehen wir Kaffee trinken. Bin auch dafür. Oh? Ja, hast du etwas gehört? Ich denke schon. Ich schau mal nach.
In der deutschen Version sagt er, glaube ich, hast du was gehört? Ich nicht. Soweit ich mich recht entsinne. Hey, weißt du, was das ist? Vater Carey ist hier aufgetaucht und hat eine Party-Einladung von Prinzessin Peach vorbeigebracht. Er sagt, dass wir raus zu der Party eingeladen sind. Dann ist er weggegangen und hat gesagt, wir sehen uns, wenn wir am Schloss auftauchen. Wir sollten uns beeilen. Erinnert mich sehr an den Anfang. Allergleiche Szene. Oh ja. Mit Luigi wäre das Spiel echt geil zu zocken. Okay, hör mal zu, Mario. Ich muss noch etwas erledigen. Also, geh du schon mal voraus zu Prinzessin Peach los. Hau ab, ich will mich bewegen. Wir können jetzt nochmal mit allen Einwohnern hier sprechen. Es gibt auch keinen Speicherblock mehr, damit wir das Abenteuer immer wieder von derselben Stelle aus spielen können. Aber ich will noch was ausprobieren. Ah, sind noch welche da? Okay. Jemand hat zu mir gesagt, wenn man einen Schal und einen Eimer benutzt, dann... Was? Ein Schal für einen Schneemann? Würde ihn das nicht schmerzen? Gestern bin ich in einer Falltür stecken, geblieben, wenn ich in meinen Geheimraum wollte. Habe ich es vielleicht so oft benutzt? Oder wäre ich immer dicker? Vielleicht sollte ich etwas Öl benutzen, um es etwas leichter zu benutzen zu machen. Ich muss meinen italienischen Akzent üben. Wenn ich gestern Abend, als ich gestern Abend in den Sternenhimmel guckte, da habe ich einen Stern, eine Sternschnuppe gesehen, die auf dem Weg zur Prinzessin Peach Schloss war. Ich habe mir gewünscht, dass ich... Ich habe mir etwas gewünscht von den Sternen, aber ich wundere mich, ob es wirklich wahr wird. Was ich mir gewünscht habe, war... Ich kann es nicht schreiben. Es ist sogar noch geheimer als mein geheimster Wunsch. Oh nein, du kannst es sehen, obwohl ich es gelöscht habe. Ich wünsche mir, dass ich endlich mal im oberen Bett meines Bruders schlafen darf. Ja, Luigi. Eifersüchtig, was? Ich habe gehört, dass mein Bruder endlich Prinzessin Peach befreit hat. Bowser hat seine Kraft mit dem Sternenstapper erhöht, aber mein brillanter Bruder hat ihn einfach platt gemacht. Ich denke, er wird bald nach Hause kommen. Ich freue mich schon auf seine Geschichte. Nun, ich werde dieses Tagebuch für jetzt fertigstellen. Und dann werde ich diesen... Dann werde ich diesen Raum verschließen, bevor er merkt, dass ich diesen Raum umgebaut habe, um es ihm zu sagen. Nun, ich werde nun aufpassen und das Dinner vorbereiten, um Marios Rückkehr zu feiern. Luigi! Ja. Du willst hier oben schlafen in unserem Bett. In meinem Bett. In diesem roten, schönen, feuerroten Bett. Okay. Meinetwegen. Warum auch nicht. Gut. Wir können zum Prinzessin Peach Schloss gehen. Und dann wird es auch langsam Zeit, dass ich dieses Let's Play zu einem Abschluss führe. Ignoriert einfach das Geblinke, schaut nicht hin, wenn es so arg blinkt und, ja, hört einfach mal auf ein sinnloses Gelaber. Hier gibt es nichts mehr zu und wir können jetzt noch mit allen Dorfbewohnern... Oh, das interessiert mich jetzt, was du zu sagen hast. Ich schwör's dir, Colorado, du bist ein lebender Idiot, wenn ich hier noch einmal... anstatt dass du dich einfach zur Ruhe setzt. Mario, kannst du es glauben? Ich musste Parikeri nach ihm schicken, um ihn nach Hause zu bringen. Es ist wirklich... zum Verzweifeln. Bitte red ihm etwas Verstand ein. Hey, alter Junge! Auch auf dem Weg zu dem Festival des Schlosses. Ich bin wirklich absolut, ich kann nicht sagen, dass ich wirklich unglaublich überrascht bin. Mein Herz schlägt für den Kristallpalast. So viele mysteriöse Dinge erwarten mich. Und meine Intelligenz. Oh, es ist so eine Qual. Du verstehst es doch, oder? Na, dann wollen wir doch mal zum Prinzessin Peach Schloss gehen. Kämpfe und so ein Kram gibt's hier nicht mehr. Oh, Mario, willkommen im Schloss.
Die Prinzessin sollte ja bald da sein. Und nun Prinzessin Peach. Ich grüße euch alle. Ich bin so froh, dass jeder auf diesem besonderen Tag hergekommen ist. Der Sternstab, der von Bowser gestohlen wurde, ist wieder an seinem richtigen Platz im Sternenhafen. Und der Frieden regiert wieder im Pilzkönigreich. Über uns scheinen die Sterne mit mehr Schönheit und Eleganz als jemals zuvor. Sie schicken uns ihren Dank. Mario, Gumbario, Koopa, Bombette, Parakeri, Boo, Watt, Sushi und Lucky Lester. Und alle, die in diesem Land waren und uns geholfen haben. Ich möchte euch allen vom Grund meines Herzens danken. Ich hoffe, das Pilzkönigreich wird noch längeren Frieden diesmal genießen dürfen. Vielleicht auch für immer. Das ist mein größter Wunsch. Und nun lasst uns feiern. Jeder soll das Fest genießen, Freunde. Tja, Leute, und damit setze ich einen Schnitt und ich sage, jetzt wird es Zeit für das endgültige Finale. Also sehen wir uns gleich zum Abspann. Ciao!